Onward! Attack! Katze jetzt nicht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gwent. Mit wieder Armor ab. Gegen. Was liegt immer noch? Ich weiß nicht, gegen was wir spielen, aber wir spielen auf jeden Fall gegen Alten. Das könnten Zwerge sein. Das heißt, wir sollten die erste Runde auf jeden Fall holen. Will ich die Witcher-Kombo? Will ich Madrome haben? Madrome ist vielleicht gar nicht so gut. Will ich einen Immunboost in der ersten Runde haben? Eine lockeren würde ich vielleicht ganz gerne behalten. Thaler wäre eigentlich auch nicht schlecht. Was sage ich dir mal zur Witcher-Kombo? Ja, aber ich mache jetzt meinen Immunboost weg. Jetzt kann der Witcher weg. Die Sache ist, ich will die Witcher-Kombo, wenn du die keine Möglichkeit hier hast, sie zu spielen, gut. Vielleicht wollen wir sie ja auch jetzt in der ersten Runde spielen. Möchtest du? Es kommt drauf an. Es besteht die Möglichkeit. Wenn er zum Beispiel jetzt Zwerge spielt, will ich die erste Runde auf jeden Fall gewinnen. Die zweite kann er dann haben. Aber falls er Zwerge spielt, haben wir auch noch unsere Lockerin schon mal. Zwerge. Surprise, das sind die Zwerge. Wer hätte das gedacht? Volltest. Ja, natürlich Volltest. Funktioniert wieder nicht. Ja, ich warte ja gerade schon. Komm schon! Volltest! Das wäre so bitter, wenn jetzt schon eine Anzeige laufen würde. Ja. Wir können jetzt auch theoretisch Philippa spielen, dann so bumm, die Stärke. Wir haben gewonnen, nein. Wir haben echt gewonnen. Wahrscheinlich hat er auch gewonnen. Gibt's da von Rank? Hä? Wir sehen uns gleich nochmal richtig. Die Punkte stimmen schon wieder nicht. Checkmate. Oh, Control Dovid. Control Dovid? Control Dovid. Okay, der wird auf jeden Fall in der letzten Runde den Baron haben. Den wollen wir nicht. Den Witcher können wir ablegen. Ja, ist gut. Madrome, brauchen wir Madrome? Ich überlege gerade, gibt es in seinem Deck Kreaturen, die sich hardcore hochbuffen? Ich glaube nicht. Er wird mehr mit, Das heißt, wir werden die auch mal ablegen. Kriegen Witcher. Mit Support spielen, denke ich mal, so. Nee, das ist halt, er will die Karten wegmachen von uns. Naja, das heißt, das Gute ist, er wird halt auch Wetter, er wird wahrscheinlich Frost spielen. Und gegen Frost haben wir schon mal die hier. What? No! How? Ich weiß es nicht. War er gerade dran oder was? Nee, sonst hätte er ja schon gepasst. Ich glaube, es ist halt nur, dass er gegen uns oder so spielt. Vielleicht ist er ein Fan? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Spiel mal noch. Das ist jetzt natürlich doof, weil wir jetzt genau die Witcher buffen, also zwei Witcher buffen, die wir sonst ursprünglich nicht wirklich spielen würden. Also die. Wir haben jetzt zwei Witcher, die höher sind, sagen wir es so. Okay, der macht jedem Zug einen Schaden. Wir könnten Philippa spielen und können eigentlich das Board clearen, oder? Acht, das sind. Ja, müsste eigentlich gehen. Wollen wir es machen? Willst du schon Philippa spielen? Ich weiß es nicht. Wir hauen halt in der ersten Runde alles raus, aber. Also alles an Goldkarten. Du könntest jetzt doch halt auch so ein. Ja, ich könnte auch so einen spielen. Ja. Der wird nur einen Schaden kriegen. Das Gute ist, dass du ja eh mit Rüstung spielst. Das Gute ist ja, dass du eh mit Rüstung spielst. Also gut, das ist jetzt nicht so gut gerade, aber. Long live it, etc. Ah, die spielen auch mit Rüstung. Solange der Rüstung hat. Ich kann ihm die Rüstung halt aber auch klauen, so. Ja. Werde ich jetzt auch, glaube ich, mal machen. Da wird der nämlich nicht gebufft, so. Ich klaue ihm Rüstung. Ich klaue unserem die Rüstung. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, wir haben ihn jetzt auch nicht wirklich hochgebufft, aber der kann uns jetzt halt keine Rüstung mehr klauen. Ah, jetzt hat er zwei von denen. Jetzt Philippa? Aber die wird nicht mehr wirklich viel killen. Wobei, ich mach's jetzt einfach. Versuch's, mal. Ja. Doch, die hat noch einen gekillt. Sehr schön. Ah, zwei Neuner. Da haben wir nicht aufgepasst. Aber sein Brand ist weg. Möchtest du dir die Runde jetzt holen? Ja, sieht noch besser aus für uns. Und wir haben jetzt schon so viel Goldkarten drauf. Ich würde schon ganz gerne noch die Runde haben. Na, es wäre halt auch besser, dann könntest du ihn halt nächste Runde richtig rauslocken. Hm.
for Kedwin! Wir klauen ihm einfach die 5 Rüstungen, das ist gar nicht so schlecht. Premium. Jetzt könnte er natürlich wieder Brand haben, aber hat er nicht. Kann er Brand nur einmal spielen? Ja, ist eine Silberkarte. Achso. Er könnte noch Gerald Igni haben, aber Gerald Igni wird er momentan auch. Ist ja nur eine Reihe, ja. Okay, was? Er hat aber noch seine Lila-Fähigkeit, die gar nicht mal so ungefährlich sein kann. Weil die halt doppelt locken kann. Willst du die Witcher für die letzte Runde behalten? Ja. Falls er halt wirklich den blutigen Baron hat. Naja. Ah, shit. Den willst du natürlich nicht. Nee, den will ich jetzt nicht spielen. Ich überlege, ob ich einfach einen Ritter spiele oder ob ich jetzt passen soll und ihn spielen lassen soll. Wäre es schlimm, Ritter zu spielen. No idea, the mess you just made for yourself. Er versucht mit dir zu reden. Ich überlege, ob ich hätte noch was spielen sollen. Weil doch, ich werde mal einen Ritter spielen. Wobei ich hätte passen sollen. Troops, here now! Ja, okay. Er muss jetzt nur gerade spielen. Gut, hätte er davor auch noch, aber die Sache ist nämlich, der Baron, wenn er den Baron spielt, der bufft sich nämlich nur, wenn er am Deck ist. Der bufft sich aber nicht, wenn er auf der Hand ist. Okay. Ja, du musst ja auch die Rüstung weg. Okay, ich will jetzt unbedingt den Reiter wieder zurück ins Deck packen. Und dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass er 20 mehr Stärke als mir kriegt. Das kriegen wir hin. Oh, Shani ist gut. Thaler. Kriegen wir hin. Ja, Thaler werden wir so fortspielen. Jetzt muss er den natürlich spielen, ne? Ja. Aber der hat nicht viel Stärke, das ist der Vorteil. Ich mache nur, wobei wir ziehen bei Thaler 2 Karten. Madrome können wir gut haben. Muss er noch eine Karte spielen und dann kommen deine Reiter. Und er muss jetzt eine Karte spielen. Ja. Ja, und jetzt kommen die Reiter. To arms! Das Gute ist auch, einer ist davon 8 Stärke. Ich überlege, ob ich die Reiter jetzt mit dem... Ja. Ich überlege, ob ich die Reiter jetzt einen Immunboost gebe. Du kannst eh nicht mehr irgendwie... Die Witcher könnte ich zwar auch immun boosten. Das Problem ist bei den Witchern, das sind 2 jetzt gleiche Stärke. Wenn er noch einen Gerald Igni hat, dann ist es halt schlechter. Das heißt, ich werde die jetzt einfach mal buffen. Und die, ich meine, die verlieren jetzt auch keine Leben, weil die, ja. Ja. Oh, Marching Order. I'm itching for that battle. Ah, darum haben wir ja auch noch die Madrome. Ist ja alles noch kein Problem. Den kann er noch wegbrennen, siehst du? Long live, etc. Stimmt, naja, er hat nur noch 2 Handkarten so. Der lockt den auf jeden Fall, das ist aber nicht schlimm. Und der lockt den 3 Schaden. Ich weiß nicht, ob er noch irgendeinen Rüstungstyp hat. Und ich will jetzt eigentlich nicht die Witcher-Kombo spielen, bevor wir nicht Geralt gespielt haben. Ich würde jetzt aber auch ungern was ritzen. Die Option, die wir jetzt hätten, ist noch Madrome. Mache ich hier, glaube ich, erstmal. Dass ich ihn zurücksetze. Wenn er jetzt halt nämlich noch einen von denen auf der Hand hat und Gerald Igni, könnte er uns jetzt, wenn ich was anderes spiele, die Rüstung klauen oder er brennt uns die Witcher weg. Troops, here now! Oh, ich weiß nicht, ob er jetzt noch so einen Rüstungsklauer hat. Klau ihn noch den Rüstung. Gladly help. Werde ich auch, aber ich will dir das mal locken. Also ich selbst wenn er jetzt einen Gerald Brandt hat, brennt uns eine Elva weg. Okay, kein Gerald Brandt, aber einen normalen Gerald. Und damit haben wir gewonnen. Ich mag das Rüstungsdeck. Das ist halt auch verdammt stark. Ja, wir hätten sogar jetzt noch Shani, wo wir uns Rüstung klauen könnten. Ja. Oder was anderes retzen könnten. Ja, oh mein Gott. Reicht ja so. War nicht optimal gespielt, aber es war safe gespielt. So.
Jetzt haben wir die 100 Erz bekommen. Und welchen Rang haben wir jetzt? Nochmal 50 dazu. Boah, wir stehen fast vor Rang 13. Naja, läuft momentan ganz gut. Ich werde auch wahrscheinlich nochmal, also jetzt vielleicht nicht in den Folgen oder so, ich weiß es nicht, die Season endet ja am 28., also Mitternacht, 27. Oder war das 27. überhaupt? Da haben wir ja noch eine Woche Zeit. Guck mal nach. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall, wir werden jetzt nicht nachgucken. Wir machen jetzt das nächste Match, wir sehen uns gleich wieder. Wir gucken dann für die nächste Folge nach. Nimmt mir bestimmt übel. John Cleve. Guckst du ja nicht so begeistert. Geht. Ja, 27, der kam. Habe ich dir eigentlich gezeigt, dass meine Brille kaputt ist? Nein. Wo denn? Was ist da denn passiert? Ich bin raufgetreten. Oh, du bist auch ein Trampel. Nee, das war, da war die Schraube eh schon total locker und dann bin ich halt noch rauf und dann hier. Okay, brauchen wir zerreißen, wobei... Ich bin ein Zauberer, ich mach das jetzt wieder zusammen. Oh, brauchen wir zwei, ich lege erstmal einen Walkfire ab. Okay, wir haben schon mal unsere Goldkarten fast wieder. Graymas brauchen wir sowieso nicht in der ersten Runde. Weil ich nicht davon ausgehe, dass er ein Wetterdeck ist. Guck mal, ich bin ein richtiger MacGyver, ich habe das mit einem Piercing repariert. Wieso reparierst du deine Brille mit einem Piercing? Weil ich keine, es ist Wochenende und ich habe keine neue. Entweder kann ich blind sein oder meine Brille mit einem Piercing reparieren. Was wäre dir lieber? Ja. Das ist so gut, man kann sie sogar auf- und zuklappen. So. Er versucht uns eine Kuh entgegenzuwerfen, aber die habe ich grandios abgeblockt. A shame, I have no time. Mal gucken, ob er noch eine Kuh hat. Ich habe das mit der Kuh gesehen, aber ich dachte mir, du machst das schon. Wenn er noch eine Kuh hat, holen wir Jungle Fred. Er hat bestimmt noch eine Kuh. Warum macht er... Ah, ich kann ihn nicht killen. Der bleibt für nächste Runde. Ist aber jetzt aber nicht schlimm. Lugos erinnert mich immer an was zu essen. Wow. Nee, das ist doof, wenn ich das spiele. So was, wir haben noch Lugos. Das heißt, ich werde mal mit Drakkaz benutzen, um den ein bisschen zu schwächen. Weil den wird er jetzt eh noch hochbuffen. Der hat bestimmt noch eine Kuh. Jetzt will er nicht mehr. Er will nicht mehr mit dir spielen. Okay. Dann halt nicht. Okay, Madrume sind gar nicht mal so schlecht. Oh, kannst du wieder hochbuffen. Wir haben noch ein Boot. Brauchen wir zerreißen? Ich lenke mal zerreißen ab. Und wir ziehen die Retzerin. Die Retzerin ist gar nicht so schlecht. Ist die Frage, wollen wir jetzt diese Runde noch spielen? Oh, ich muss was spielen sogar. Ich weiß nicht, wir könnten halt... Wir hätten wieder Boot und Bär. Und noch ein Walkwire und wir hätten noch Fred im Deck. Und nächste Runde hätten wir immer noch diese Gold-Kombos. Das heißt, ich werde jetzt die mal spielen. Du nimmst immer eine andere Reihe. A shame, I have no time. Ja. Mein Prescription. Er ritzt einen Bär. Leichtes Langschiff. Guck mal, sieht aus wie ein Winnie-Pooh. Oh, überlegt er gerade, was er so lange retzt. Okay. Warum? Er hat ja selber keine Möglichkeiten zu retzen. Und das Langschiff, das bufft sich halt dauerhaft. Nächste dazu. Ich glaube, er will ihm wieder Wizzy ins Game. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Erstmal rufen wir Fred. Weil selbst wenn er den Resilience gibt, wir haben mal Drohme, um den zu resetten. Und wenn er den Resilience geben würde, dann würde er ja nicht die ganze Zeit schädigen. Vielleicht gibt er den Schiff Resilience. Wenn es hoch genug ist. Das wäre eher kritisch, weil das könnte man nicht resetten. Oh, guck mal. Er kann noch einen Elberbär.
Wir haben momentan noch kein Gera-Brand. So, jetzt machen wir noch einen Walkfire hier auf die Reihe. Könntest. Ja, ein Kuhwerfer ist jetzt nicht so schlimm, der wird den Achter zerstören. Ich würde Korall vielleicht ganz gerne noch diese Runde spielen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir können jetzt natürlich auch passen. Ja, passen wir. Er bufft sich zwar auch immer so ein bisschen hoch, aber er müsste jetzt auf jeden Fall noch eine Karte spielen. Da wird unsere Achter kaputt gemacht. Nächstes Mal. Siehst du, er brennt jetzt noch Fred weg. Dafür musst du aber einen Brand raushauen. Ja, aber er wird wahrscheinlich wissen, dass wir jetzt noch, wenn wir noch gar keine Goldkarte gespielt haben, dass wir noch Goldkarten auf der Hand haben. Okay, das Schiff lässt er sterben. Das Schiff, das ist gute in Nilfgaard, kann ich aus seinem eigenen Friedhof retzen. Aber das Schiff hat jetzt auch wieder hier 5 Stärke. Aber Fred nicht. Okay, warte, wir haben ein Schiff. Wollen wir die wirklich behalten? Nee. Die Frage ist, was er halt noch hat, ne? Und ich glaube nicht, dass er. Ja, aber wir haben zur Not haben wir auch noch. Ja, ja. Korallblau Nummer 5. A shame, I have no time. I forgive you. This time. Wenn er damit den Zweier wegmacht, das ist auch nicht so schlimm. Wir können aber. Das ist sogar tatsächlich ganz gut. Aber wir können auch noch warten, bis er noch einen Kuhwerfer hat. Die Kuh wird jetzt die Einsatz zerstören. Das ist aber nicht so tragisch. Wobei wir könnten jetzt Fred ritzen. Fred wäre jetzt richtig nice eigentlich. Der kann okay, aber das ist auch, ich überlege halt, ob er jetzt noch eine Kuh hat, weil wir könnten den spielen und könnten die Kuh halt sozusagen in den Elver Bär machen. Oder wir retzen Fred. Aber wir haben nichts mehr, um Fred zu buffen. Kannst auch Jalmar spielen. Ja, aber Jalmar will ich jetzt nicht spielen. Oder soll ich Greymist und soll den hier zum Bär machen? Aber ich mach jetzt Fred. Ich wollte gerade sagen, wenn er noch eine Kuh hat. Dann kann ich ja noch Fred rufen. Ja. Ich spiele den Bär mal hier, die Reihe. Sein Geralt. Lifo. Er hat auf jeden Fall noch die Lifo-Kombo. Das heißt, er kann unsere Dings wegmachen. Das ist aber nicht wirklich schlimm. Weil er jetzt auch nicht so viel gesnackt hat. Er kann sich entscheiden. Entweder er benutzt die jetzt halt. Okay, er setzt die Stärke von einer Person. Wenn ich jetzt Lugos benutze, um unseren Typen wegzumachen, hat er 23 Stärke? Wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. I make the laws here. Dann macht er vielleicht unseren 23er weg. Und der wird der 13er Basisstärke dann. Ja. Und der wird aber nur eine 1er. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Okay, wir ziehen sogar noch eine Karte. Das ist sogar recht nice. Ich wollte sagen, ich glaube nicht, dass er die noch auf der Hand hatte. Ja. Bestimmt im Deck, aber nicht auf der Hand. Aber wenn man. War das der mit dem. Aber selbst Karten, wenn er die Bombe in der Hand hätte, hätte er trotzdem nicht gewonnen, weil. Nee. Er hätte eine geschwächt. Wir hätten jetzt aber noch 3 Karten spielen können. So. 2225 Rank haben wir jetzt. Fast Rang 13. Ist wieder eigentlich prima gelaufen, die letzten 2 Runden. Das war es soweit mit Gwent Ranked. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich weiter in der Leiter aufsteigen. Yay, skelliges Spiel. Ja, oder was anderes. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao. Du wolltest das Fass noch aufmachen. Wir machen die Fässer noch auf. Ja, habe ich komplett vergessen. Es tut mir leid. Ich vergesse halt auch mal was. So, erstmal eins kaufen. So wie ich. Mein Mikrofon immer. Ja, und dann machen wir jetzt nochmal 2 Fässer auf. Das ist halt auch nur für die Leute, die es sehen wollen.
Ich weiß gar nicht, ob sich. Gibt es Leute, ihr könnt doch mal schreiben, gibt es Leute, die es wirklich so interessiert, was man aus diesen Kartenfässern zieht? Also gibt es Leute, die sich wirklich 400 Kartenfässer als Opening angucken würden? Weil ich finde es irgendwie. Wobei es hat was. Ja, toll. Den haben wir und die ist doof. Ja, aber du brauchst ja nicht mehrere Goldkarten. Na gut, das war's für Gwent jetzt wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.